So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Saints Row 4. Ich muss gerade noch schnell einen Timer anstellen. Ja, im letzten Part haben wir den Supersprint und den Supersprung erhalten. Das heißt, wir haben jetzt Superkräfte, sind super awesome und so. Und wir können uns da Bargeld holen. Okay. Irgendwas bei den Kräften kann man machen. Neue Upgrades. Das Tempo. Ja. Hätte ich Daten, dann könnte ich das. Ja, da mitten in der Luft schneller in dem Duell wenigst. Okay. Egal, es gibt wieder Aufträge. Ja, machen wir mal die Nebenmission hier. Reiche den Turm, ist ja mit unseren. I'm sending you a tower I'd like you to climb. I'd like to track some data on your jump ability for my personal records. Jo, mach mal einfach ein paar Nebenmissionen. Ich will ja ein paar Waffen hier haben, ne? Datenansammlungen sind immer praktisch. Haben wir uns ja damit hier die Fähigkeiten. Ey. Okay, da ist es. Weil womit soll ich mir sonst meine Kräfte hier verbessern? Jo, schrei rum, Chuck Norris. Ja. Dann da hinten ist der Turm, den ich hochklettern soll. Da gibt es auch noch mal ein paar Datenansammlungen, die ich bekomme. Ups. Ging ja schon fast daneben. Ach man, oh. Ich will nicht da hochkommen, ey. Es fängt doch schon perfekt an. Kamera drehen. So, dann muss ich darum. So, jetzt kann ich mich zumindest an den Punkt warpen, wenn ich runterfalle. Was ich sehr gut finde. So. Die Datenansammlung kann man wenigstens als Wegpunkt missbrauchen. Ich gehe jetzt einfach mal hier drauf. Scheint sogar der richtige Weg zu sein, ja. Ich kenne mich ja, ich falle bestimmt 100.000 Mal wieder von dem Turm runter irgendwann. Das habe ich schon beim ersten Mal durchspielen so gehabt. Ja, und das schöne Sprint hier. Oh Gott, das war jetzt knapp. So, da jetzt. Alles klar. Ne, unter mir war jetzt nichts. Gut, gut, gut. Ah, meine Fresse, da hochzuklettern ist auch nicht so toll. Da, naps. So, jetzt müsste ich da lang gehen. Ja. So, ja, irgendwann werden auch einfach die Autos unnötig, weil ich dann so schnell bin. So schnell kann ich nicht mal mit einem Auto fahren da drin. Na gut, das passiert bei mir eigentlich relativ schnell, weil ich dann nur noch mit dem Supersprint rumlaufe und hier rumspringe wie ein Depp. Irgendwie konnte ich, glaube ich, musste ich, glaube ich, hier lang. Das ist schon immer mein Problem gewesen, da hochzukommen.
Ob ich normal hochkomme? Ja. Tue ich auch. Alles klar. Dann schalten wir mal den Turm frei. Verdammt, ist es auch. Geil. Begib dich zum Start des Betrugs. So, na, ups. Simulation. So why do you go play in traffic? Oh, don't worry. You won't die or anything. Ja. Ja. Erhöhen wir mal die Munition ein bisschen. Einmal die Toilette. Kampf, da gab's noch. Gibt's noch was? Da gibt's noch was. Nahkampf Superstärke. Na, ja, nehme ich mal auch noch. So, und die Boni. Asgeier, Bargeld gegen EP. Das ist simulierter Betrug. Okay. Und jetzt runter vom Turm! Das finde ich immer geil, wenn ich so richtig weit vom Turm runterspringe und dann einfach so auf den Boden krach. So, jetzt laufe ich einfach mal an Autos vorbei. Jo, was geht? Jo, was geht alles? Alles klar bei euch? Ich frage mich immer wieder, warum wundert es die... Scheiße, jetzt kann ich... Ich frage mich immer, warum die Leute sich nicht wundern, wenn ich da lang hier rankomme. Nem. Oh, Menschen, mal. Konnte ich nicht, genau. So. Und schon ist mein Auto geliefert. Ja, das werde ich wahrscheinlich noch öfter missbrauchen, weil ich einfach keinen Bock habe. Dann ewig lahm zu relatschen. Und ja. Nimm halt mal ein paar Leute mit, was soll's. Jetzt war ich schon wie in GTA, aber was soll's. Hauptsache... Oh, halt mal. Wir hoffen, dass sie mir die Reifen nicht zerschießen, die Penner. Ups. Ja, das ist mein Auto ein bisschen im Arsch, was soll's. After this gets checked, no more. Anständig. Hey, da liegt Klopapier. Geparkt. Dann machen wir das mal. Ich kann sogar Luftzahl das machen. Einfach mal von ein paar Autos schmeißen. I need to get my oil changed. Nein. Try catching me now. Ja, nimm mich mit. Nimm mich. Oh. Warum nehmen die mich nicht mit? Oh, ey, nimm mich mit. Oh, Mano. Du, nimm mich mit. Verdammt, das war daneben. Is this even accomplishing anything?
Mach mal eine Versicherungsbetrüger. Kann ich... Nimmt er mich einfach mal mit. Ohne dass ich's will. Aua. Er tat ein klein wenig weh. Na, da stand ich im Auto drin. Fuck me! Oh Gott, was hält der im Rad, ja. So ein Dickbone. Ja. Du überfährst Chuck Norris nicht. Naja, da habe ich ja bald schon das Ziel erreicht, was ich muss. Aua! Jetzt müsste aber Leave Arc and Fly Musik kommen. Ah, dann kriege ich ja wieder ein Problem mit der GEMA und die beschwert sich dann und... ist dann alles nicht so gut. Dann sagen sie, ja, ja, hören Sie mal zu hier. So geht das aber nicht. Oh. Ich hatte schon Angst, dass ich beim ersten Part von Saints Row ja wieder ein Problem kriege. Wegen der Musik, wenn ich an der Rakete bin. Ja, ja, stimmt auch. Ja, Gamer geschützt ist und so ein Scheiß. Naja, Bronzeziel. Nice view. Roll dich mal ein bisschen über die Straße. Oh ja, oh ja, oh ja, nimm mich mit, nimm mich mit, nimm mich mit, du Arsch! Quick cutting me off! Is this even accomplishing anything? Ich glaube, ich hätte sogar mal geschafft, irgendwie 50.000 oder sogar 100.000 zu kriegen dabei. Einfach nur, weil ich an so einem Auto geklebt habe, wie sonst noch was. Ja, 50.000 schon mal. 100.000 noch? Ja! Ah, oh, nur Bronze, egal. Das ist eh nicht so mein Ding, das Betrug. Ja, da kann ich. Ja, da kann ich nicht wirklich was anfangen mit. Es ist mal ab und zu ganz witzig, aber. Hoppla. Oh, das ist einfach nicht meins. Krankenwagen. Okay. Oh, ich mach mein Auto wieder. Was? Oh, Panzervandalismus. So, you know how you like blowing things up? Well, I found you a tank already and waiting for you to go to town with. That way you can see just how much the simulation can take. Alles klar, dann randalieren wir mal ein bisschen. Mit dem Panzer. Wenn es schon heißt Panzervandalismus, muss ich ja auch einen Panzer fahren dürfen. Und da werde ich meinen Spaß haben. Ah, sieht so aus. Aber... wir haben da auch einen Arsch offen. Naja, was soll's. Ich randaliere jetzt. Hehe. Yo, was ist hier los? Panzer muss hier durch. Dein Auto, da ist das nächste. Tja, legt euch nicht mit mir an, wenn ich einen Panzer fahre. Ach, da ist noch Polizei. Ein Panzer sogar. Den zerlege ich noch, wenn ich den kriege.
Es kann nur witzig sein, mit dem Panzer zu fahren. Das ist das Einzige, was hier noch Sinn macht. Alles mit dem Panzer zu... Warte mal. Sind die da drin? Schon sagen. Ja. So kann ich leben. Oh, jetzt kommt die Polizei da noch. ja. I gotta set this to music. Bah. Der ist anscheinend ganz schön heiß. Alarm, 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 Alarm. Karte. Ah, scheiße, die kriege ich nicht mehr. Oh, jetzt konnte ich nur Silber holen. Naja, was soll's? Ich hatte meinen Spaß. Cool, ich kriege jetzt den Schwebepanzer. Und jetzt habe ich die halbautomatische Schrotflinte freigeschaltet. Was kann ich ihn jetzt upgraden? Gibt's denn da? Ah, die halbautomatische. Nicht gut. Ja. Nee, das weiß ich. Ja, das ist doch was. Oh, ich hab nicht genug Geld. Scheißdreck. So, da ist noch was. Lerne, wie man der Alien-Präsenz Schaden zufügt. Hotspots are protected by shield generators. Getting near them will be tricky, but you'll have to shut down each one before you can take out the main hub, which of course is protected by even more Zin. So, good luck with that. Naja, dann zerfick mal die Mann. Explain that hotspot thing? Basically a giant workstation. A system like the simulation you're in probably requires constant maintenance, which is what these seem to be for. There's only one of these, right? Of course not. Oh, ich kann schon wieder nicht sprinten. So eine Scheiße. I'm glad there's no driving. Okay. Woohoo! Yeah! Stimmt. Ach, verdammt, Kräfte. Tempo, verringerter Schaden. Oh, ich brauche Level 6 dafür. So, machen wir mal das. Dann mal einen super Sprung noch, die Höhe. Und ja, dann lasse ich es mal soweit. Ja, das ist schon ein bisschen höher. Hier durchs Wasser. Müsste ich theoretisch auch noch. Das gefällt mir jetzt mal gar nicht. Langsam, ich bin so langsam. Naja. Irgendwann bin ich schon da. Und mit ein bisschen wahnsinnigen Rumgespringen, da geht auch noch was. Kann ich mich auch wieder erholen, ein bisschen. Can't forget.
Yep. Und ich bin auf dem Dach. Da sieht man schon, wo die Generators sind. Shit, that thing's big. Focus on shield generators, otherwise you'll never get to the main console. Can't beat this. Könnt mich mal. Stop shooting at me. So, dann der. I'm cutting the cord. Ja. Ich habe Hacker-Skills, genau. Das wollen die noch nicht einsehen, dass ich die hab. Servus. Was geht? Was geht oder was geht nicht? Du noch. Zieh mal das raus. Yeah, that'll go real smooth. Man, I was just warming up. Na, kann ich die von hier oben? Mit dem Drecksschild, die. Oh. Da wird's mal einen auf Nummer sicher gehen und dann sowas. Gar nicht mit der Pumpe. Reinforcements engaged. Aua. Die tun mir ganz schön weh. Come on. Yeah! Bam! Shut this shit over. I'm showing some strange readings close to you. Strange? It's fucking raining fire, Kinsey. Yep. The fuck is that thing? I don't know, but it isn't reading like a normal sin. I think you can integrate your code with it. And what's that mean? It means once you take him down, get close enough, and I think you can absorb him. Is he gonna buy me a drink first? Aua. Nee, einen Drink kriegst du bestimmt nicht. Aua, tschüss auch noch mit Lasern. Blöder Wechser. Na komm, fang an zu springen. Kann ich nachladen. Hör auf damit. Scheiße. Ah ja, jetzt ist er gleich down. Don't tell nobody I did this. Und was muss ich jetzt mashen? Wo steht's? Wo ist es? X. Ah. Alles klar. Damn. What? I am pumped. Hey, it worked. Yes, bravo. Ach, Sinjek. Perhaps my wardens underestimated you. I won't let them make the same mistake twice. That can't be good. Man, fuck him, Kenzie. Set me in one of them training. I think I can do that. Yep. Naja. So what I get? Teleportation? Laser vision? Bone claws? Whoa. Looks like the ability to freeze people and objects with an ice blast. Yeah, that sounds awesome. Ach, links. Genau. Let me load up a few targets from the simulation for you. Wait. Back it up. You put me in with people who's gonna try and kill me? Don't worry. These are safe programs. You can't die from them. Yeah. Ich kann nicht davon sterben. What can I say? It's a gift. Yep. So muss das.
Bumm. Abchillen, geil. Ja. Kinsey, what's this thing? It looks like data clusters can be hidden inside walls. Use your blast to knock them out. No. Shit! Hell of an entrance there, guy. I'll see if I can help with that. Okay, you should be able to recover from being knocked back now. Hold on. It looks like Zinyak added a shield to the warden code. Uh-huh. I guess you pissed him off. Yeah. Well, so what? Just tell me how to get around it. You'll need something more powerful than a weapon. So use your superpowers to deactivate the shield for a short time. Then you can shoot him. Hmm. See? That works pretty well. Ja. Though the real thing might be a bit tougher. Das klappt schon gut, ja. Würde ich sagen. Heiß und kalt geschafft. Mehr Geld. Und den Blast haben wir jetzt. Und das Blast-Element Eis. Es wird doch langsam. Ach, dann holen wir gerade noch die Ansammlung da raus. So, und dann würde ich sagen... Mache ich hier wieder einen Cut und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.